Und gleich weiter nach Moskau zu Christoph Wanner. Christoph, also der Tag 142 des Ukraine-Krieges. Wie beurteilt denn Moskau jetzt diesen aktuellen Kriegsverlauf? Also in Moskau ist die Rede davon, dass der Vormarsch im Osten der Ukraine, im Donbass, weitergeht. Und zwar heißt es, dass jetzt die Truppen der Russen vor der wichtigen Verteidigungslinie stehen sollen, die zwei neuralgische Städte schützt, und zwar Kramatorsk und Slawensk. Zur Einordnung, das sind zwei ukrainische Großstädte im Gebiet Donetsk mit ungefähr jeweils 100.000 Einwohnern. Und diesen Städten vorgelagert, so ungefähr 20, 25 Kilometer, befindet sich eine wichtige Verteidigungslinie. Und zwar geht die von Bachmut über Solidar nach Siversk. Das sind so Orte mit jeweils 10.000 Einwohnern. Und da sollen jetzt die russischen Truppen vor Solidar stehen. Die Ukrainer dementieren das. Mir geht es ähnlich wie Tatjana. Wir können das nicht unabhängig überprüfen. Aber es scheint Tatsache zu sein, dass die Russen wieder starken Druck ausüben auf diese Front im Osten der Ukraine mit dem Etappenziel, mit dem Zwischenziel, den Donbass vollständig einzunehmen. Und der Donbass besteht aus zwei Provinzen. Lugansk ist schon eingenommen und eben Donetsk, das mittlerweile zu rund 60% kontrolliert wird.